Hi Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Dieses Mal gibt es ein etwas besonderes Video, denn diese Woche gab es für alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein Halbjahreszeugnisse. Und da meine Schwester aktuell in der 4. Klasse ist und kurz vor dem Wechsel auf eine weiterführende Schule steht, haben wir einfach mal so ein bisschen unsere Zeugnisse verglichen und da war es ganz spannend, mal zu sehen, was die Lehrer so über mich geschrieben haben früher. Denn das ist jetzt auch schon bald 20 Jahre her und ja, ich habe das gar nicht mehr alles so im Gedächtnis. Und deswegen dachte ich mir, dass wir einfach mal so ein bisschen meine ganzen Zeugnisse durchgehen von allen 13 Schuljahren. Und ja, ich dachte, ich nehme das einfach mal auf und ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Los geht es natürlich mit der 1. Klasse und das war bei mir das Schuljahr 1998-99. Das ist also echt schon Ewigkeiten her. Und ja, bei uns an der Schule war das so, dass es erst ab der 3. Klasse Notenzeugnisse gab. Und vorher gab es dann eben solche kurzen Berichte, wo die Klassenlehrerin geschrieben hat, was gut war, was nicht so gut war. Und das ist echt interessant, mal sich so durchzulesen. Lieber Patrick, gerne hast du im Erzählkreis uns etwas von dem berichtet, was du erlebt hast. Du konntest den anderen Kindern beim Erzählen meist auch gut zuhören. Auch hast du dich aufmerksam am Unterricht beteiligt und konntest uns oft dabei weiterhelfen, selbst schwierige Fragen zu beantworten. Das Leselernen machte dir keine Probleme. Richtig Freude am Lesen hattest du aber erst, nachdem du das Bilderbuch Der kleine Angsthase entdeckt hattest. Von diesem Buch hast du uns begeistert erzählt und auch daraus vorgelesen. Von da an gelingt dir das Lesen beinahe mühelos. Ja, gut, dass ich jetzt mich da verlesen habe, super. Ja, Der kleine Angsthase. Als ich das durchgelesen habe, war das so ein Schalter bei mir im Kopf. Dann ist mir sofort wieder eingefallen, dass ich dieses Buch früher geliebt habe. Und ich habe das tatsächlich noch bei mir zu Hause. Und ich habe keine Ahnung mehr, was der Inhalt davon ist, aber ich finde das Buch, ich glaube, ich lese mir das gleich nochmal durch, das ist ja mega witzig. Aber mega gut, dass ich das noch habe, also echt cool. So, 1. Klasse. Das Schreiben in Schreibschrift gelang mir schon recht schön. Wenn ich das jetzt mit meiner Schrift von heute vergleiche, dann nee, dann hat mein Lehrer da gelogen, das kann nicht sein. Das Malen fiel dir manchmal schwer. Das fällt mir auch heute noch schwer. Ich kann überhaupt nicht malen. Also, der Sportunterricht bereitet dir viel Freude. Du machst es in allen Bereichen aktiv und erfolgreich mit. Ja, also mehr oder weniger kommt genau das jetzt hier zum Vorschein, was mich momentan so auszeichnet. Also viel Interesse am Mathematikunterricht, im Sportunterricht viel Beteiligung und ja, auch gerne erzählt und solche Sachen. Also das trifft irgendwie komplett auf mich zu. Aber das Schönschreiben, null. Und genauso Kunst, das konnte ich auch überhaupt nicht. Jetzt sind wir bereits in der 3. Klasse angekommen und jetzt gibt es auch endlich Noten zu den einzelnen Fächern. Und ich glaube, das war auch das beste Zeugnis, was ich in meinen ganzen 13 Schuljahren bekommen habe. Ich sehe jetzt hier in diesem Schuljahr nur Einsen und Zweien und ich glaube, das war auch das einzige Jahr, wo ich Einsen im Zeugnis hatte. Ich habe in Religion eine 1, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Deutsch eine 2, Schrift eine 2, da wird die Tendenz auf jeden Fall noch nach unten gehen, da bin ich mir sicher. Mathe eine 1, Heimat- und Sachunterricht eine 1, Musik, Kunst, Textillehre und Sport eine 2. Und wenn ich jetzt mal auf die 4. Klasse gucke, dann sehe ich jetzt hier schon wieder keine 1. Dann ist Religion und Deutsch eine 2, Schrift eine 3, Mathe eine 2, Heimat- und Sachunterricht eine 2, Musik eine 2, Kunst eine 3. Ich glaube verdient und dann Textillehre, Technik und Sport auch wieder eine 2. Also man sieht, die Einsen haben sich nicht lange gehalten. Die 5. Klasse war Teil der Orientierungsstufe und meine Eltern haben am Ende der Orientierungsstufe so ein Gutachten bekommen, wo dann eben drin steht, ob ich den Anforderungen des Gymnasiums gewachsen bin oder nicht. Und ich bin jetzt sehr überrascht gewesen, wie genau dieses eine Gutachten aus der 5. Klasse mein komplettes Schulleben beschreibt. Hier steht zum Beispiel, Patrick zeigt gute und befriedigende Leistungen und Patrick ist still, aber aufmerksam. Genauso war ich das ganze Schulleben lang. Ja, sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Patrick drückt sich gewandt und komplex aus. In der 5. Klasse. Mhm. Wie gesagt, diese Leistung und dieses Verhalten zieht sich wie ein roter Faden durch mein Schulleben. Also in den folgenden Zeugnissen habe ich jetzt immer so 1, 2, 2, 1, 2, 4 und dann hauptsächlich 3. Also immer so ein durchschnittlicher Dreier-Schüler. Ich habe mir eben nochmal die Zeugnisse aus meiner Oberstufe angeschaut und ich muss nochmal das zurücknehmen, was ich vorhin gesagt habe, denn ich habe tatsächlich nochmal eine 1 in der Oberstufe gehabt und zwar in der 12. und 13. Klasse im Fach Sport. Und auch wenn die Sportnote im Vergleich zu den anderen Noten eher uninteressant ist, finde ich das doch irgendwie cool.
Ansonsten sind die Zweien wieder etwas mehr geworden, die Vieren etwas weniger. Ansonsten wieder viele Dreien dabei. Also irgendwie zieht sich das, wie gesagt, wie so ein roter Faden durch. Wir waren auch der erste Schuljahrgang, in dem es eine Profiloberstufe gab. Und ich habe mich dann für das Mathematisch-Naturwissenschaftliche entschieden. Und genauso sehen auch die Noten aus. Also in Mathe und Informatik habe ich eine 2. In Bio hatte ich später eine 2. In Physik habe ich mich auch auf eine 2 hochgearbeitet. Aber solche Sachen wie Erdkunde und Wirtschaft, meistens eine 4. Ab und zu mal eine 3. Geschichte, eine 3. Also eher so, so semi-gut. Außerdem habe ich in meinem Zeugnisordner eben nochmal einen Zeitungsbericht gefunden, den uns damals unser Klassenlehrer zu unserem Abitur mitgegeben hat. Und ich finde, der Titel ist ein guter Abschlusssatz für dieses Video, denn er sagt, du bist viel mehr wert als eine Note. Und auch wenn man sich als Schüler immer so viel Stress um die ganzen Schulnoten macht, später interessiert das wirklich niemanden mehr. Man braucht es vielleicht noch, um einen Ausbildungsplatz zu kriegen oder irgendwie zum Studium zugelassen zu werden, aber danach ist Persönlichkeit und sowas viel wichtiger als irgendwelche Noten. Also strengt euch in der Schule an, wenn es nötig ist, und gebt einfach das, was ihr könnt, aber macht euch nicht deswegen kaputt. Schulnoten sind nicht das Wichtigste im Leben. Das war ein kleiner Einblick in meine Schullaufbahn, und falls euch solche Geschichten aus meinem Schulleben interessieren, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen, denn ihr wisst ja jetzt aus meiner ersten Klasse, ich erzähle das super gerne. Auf der folgenden Endcard seht ihr noch 2 Videos, die es sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!